Das Museum macht Platz für die umfangreichen Bauarbeiten. Maßarbeit war Ende Februar auf dem Hof des Brandenburgischen Textilmuseums erforderlich. Der gedeckte Güterwagen, der anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Forster Stadteisenbahn vom Museumsverein erworben wurde, machte Platz für die bevorstehenden Bauarbeiten rund um das Textilmuseum. Im Mai 2018 wurde der vom Museumsverein erworbene und umfassend restaurierte Güterwagen in den Museumshof umgesetzt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Hier demonstrierte er eindrücklich die Funktionsweise der Rollbocktechnik. Für den kompletten Umbau des Textilmuseums ist es nun notwendig, dass der Wagen wieder den Museumshof verlässt. Mitglieder des Vereins unterstützten die Mitarbeiter des Museums und der Kranlogistik Lausitz GmbH beim Umsetzen des Wagens von den Rollböcken auf einen Tieflader. Auf dem engen Museumshof war der für die beiden LKWs zur Verfügung stehende Platz sehr eingeschränkt. Besonders eng wurde es für die langen Spezialtransporter beim Ein- und Ausfahren. Während der Umbauphase wird der Güterwagen seinen Stellplatz auf dem Betriebsgelände der Firma Mebra haben, um anschließend als Dauerleihgabe des Museumsvereins im neuen Ausstellungskomplex zur Geschichte der Forster Stadteisenbahn seinen Platz zu finden. Nach Ende der Umbauarbeiten 2024 wird er gemeinsam mit der Originallok der Schwarzen Jule diesen Teil der Stadtgeschichte zeigen.